Boah, nee, ich kann hier nicht stehen, ich rieche das immer noch. Ich hoffe, dass es nicht komplett geplündert wurde. Wenn wir vollkommen abstürzen, dann werdet ihr das Video wahrscheinlich sowieso niemals sehen. Und damit begrüßen wir dich zu dieser kleinen, aber feinen Lost Place Tour. Willkommen bei BD Venture, wir sind Basti und Diana. Und ein paar Eindrücke habt ihr ja eben schon bekommen. Wir quatschen aber gar nicht lang, wir gehen direkt los. Auf geht's! So, und hier seht ihr auch schon dieses riesengroße Anwesen. Diese riesengroße Millionärsvilla. Betreten wir sie einfach mal. Da ist direkt die Straße, das heißt, wir müssen ganz schnell zum Eingang. Ja, und auch ein bisschen leise sein dabei. So, wir sind hier auch schon direkt im Eingangsbereich. Wir waren hier vor Jahren schon mal. Deswegen wussten wir auch, dass wir über die Eingangstür reinkommen. So, wenn man hier reinkommt, das ist das Erste, was man sieht, erstmal das hier. Das ist quasi so ein Treppenhaus hier direkt vor uns. Und das Erste, was halt auch direkt auffällt, ist die Tatsache, dass hier was angefangen wurde, aber nicht beendet wurde. Das war ja so, dass man hier aufpassen muss, weil hier tausend Löcher sind, ne? Ja. Boah, schon gut staubig hier auf jeden Fall. Mhm. Hier sind überall die ganzen Holzdielen, die sie aus dem Boden rausgenommen haben. Auch hier hängen irgendwelche Planen rum und so weiter. Die Fenster sind hier alle abgeklebt, dass man hier gar nicht reingucken kann. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt eben. Es regnet draußen in Strömen. Ja, die Konstruktion, die sieht ja hier auch mehr als provisorisch aus, würde ich sagen. Ob das alles so sein soll, ich weiß ja nicht. Man sieht auch, dass das Brett in der Mitte auch schon komplett durchgewölbt ist. Ich denke mal, dadurch, dass das feucht ist. Ich wollte gerade sagen, hier geht die ganze Zeit Nässe rein. Ja, das ist teilweise schon morsch, das lassen wir lieber. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein riesengroßes Haus. In der Mitte vom Haus ist eine riesengroße Wendeltreppe. Rechts und links von dieser Wendeltreppe gehen Räume ab. Und oben müssten, glaube ich, sind oben auch noch Räume? Oben sind, glaube ich, auch noch ein paar Räume. Ja, müssen wir mal schauen. Aber unten auf jeden Fall sind so rechts und links von der Wendeltreppe aus Zimmer. Aber wenn man hier rausblickt, dann kann man auch schon den Garten hier so ein bisschen erkennen. Da steht auch noch ein Auto. Den zeigen wir euch auch gleich noch. Und es regnet immer noch in Strömen. So, ich kann aber nicht leise sein. Basti kann echt nicht leise sein, ne? Also, egal wo wir sind, Basti kann einfach, der kann, glaube ich, nicht schleichen. Wie nennt man das? Ich will wieso nicht schleichen, wie nennt man das? Schleichen, ne, leise treten. Auf jeden Fall wie ein Affe. Wie ein Affe? Wie ein Elefant im Porzellan. Affe so. Auch, ja. Hier gibt es auf jeden Fall kein Weiterkommen für uns. Wir riskieren es nicht, da diese morschen Bretter zu überqueren. Deswegen gehen wir jetzt denselben Weg wieder zurück und gucken, ob wir anderweitig weiterkommen. Hier sind auch noch irgendwelche Eimer mit so einem Isolieranstrich, die aber auch schon komplett leer sind. Das heißt, die wurden schon benutzt. Hier auch nochmal 3 Eimer. 6, 7, 8 Eimer stehen hier komplett. Und die wurden alle schon benutzt. Ja, hier steht ja auch noch sämtliches Holz, ne? Ja, das sind wahrscheinlich die neuen Dielen für den Boden, die hier. Das sind doch keine Dielen, oder? Doch, so dick wie die sind. Oder das ist vielleicht für die Dachkonstruktion oder sowas. Keine Ahnung, was sie damit bauen wollten. Oder so. Die Schiebetür. Jetzt sogar noch. Das hat wahrscheinlich alles, was da drin lebt, aufgescheucht. Was ist das für ein Anstrich? So ein Isolieranstrich. Ja, guck mal. Ach, den haben die hier für die ganzen Latten hier genommen, ne? Ja, die sind alles schwarz angestrichen. So, jetzt befinden wir uns auch schon direkt auf dieser Wendeltreppe. Nennt man das Wendeltreppe? Ich meine, hier unten ist sie so abgerundet, aber hier ist schon wie so eine Art kleines Treppenhaus. Auf jeden Fall ist hier alles nass. Das regnet hier von oben direkt rein. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Die feinen Tropfen, die hier runterkommen. Es gibt ja auch kein Dach. Ja, tatsächlich. Da oben ist einfach auch so eine Plane gewesen und die ist anscheinend kaputt. Deswegen regnet es jetzt hier auch komplett rein. Ja, deswegen kann man hier auch schon erste Moosansätze an der Treppe sehen. Muss ich dazu aber sagen, als das letzte Mal hier waren, das ist ja schon eine Weile her, haben wir ja gesagt. War das in einem besseren Zustand? Da war das Ganze in einem besseren Zustand. Ist die Treppe wirklich safe? Ich meine, die ist da unten nur gestützt mit so einem komischen Stützpfeiler, der auch auf 5,7 hängt. Der hängt ja auch nur provisorisch auf so einem komischen Balken, der auch schon relativ morsch aussieht. Hier ist auch nicht geschützt, so wie stehen da drauf. Ich meine, warum sollte es nicht safe sein? Ich meine, ob es jetzt wirklich sicher ist, können wir jetzt auch nicht sagen. Einfach aufgrund dessen, das wurde ja nie abgenommen von irgendeiner Baufirma, die hier beauftragt wurde. Das muss ja danach auch nochmal irgendwie abgenommen werden und so weiter. Ja. Und so eine Abnahme scheint es ja nie gekommen zu sein. Ich meine, das ist ja noch mitten im Bau, wo der abgebrochen wurde und jetzt ist das Ganze so. Ich würde sagen, wir machen einen großen Schritt. Gut, Diana hat entschieden, wir machen einen großen Schritt. Wenn wir vollkommen abstürzen, dann werdet ihr das Video wahrscheinlich sowieso niemals sehen. Bin ich schuld. Dann ist Diana schuld an der Misere. So. Einmal die leichte erst vor oder schwere? Erst das Schwere geht vor. Ey, was liegt hier auf dem Boden? Das hier opfert sich. Okay, hat funktioniert. Jetzt ist die auch noch dran.
Wie weit würde man fallen? Wie weit würde man fallen? Oh, richtig weit. Die lehnt sich auch komplett bis rüber. Ja. Aber wie man sieht, ist hier oben auch schon ein bisschen mehr passiert. Ich meine, die Wände haben komplett neue Steine bekommen. Eigentlich sieht das aus wie gerade gebaut. Muss noch ein bisschen Putz drüber und dann ist alles paletti. Kann man hier einziehen. Ich finde es echt hübsch. Ne? Und wie ich gesagt habe, ich hatte es doch noch richtig in Erinnerung, dass von der Treppe aus hier oben auch noch Räume waren. Hier ist hier mal ein Betonmischer. Hier ist so eine alte Bank, die hier rumsteht. Tausende von Handschuhen. Ja, noch irgendwelche Baumaterialien. Da ist so ein alter Schirm. Ja, und hier steht quasi noch eine komplette Palette voll mit Steinen. Aber die wurden hier nicht eingebaut. Ich meine, es wurde sich hier schon Mühe gegeben, ne? Die Türen sind rund, die Fenster sind rund, das ist total schön. Wirklich schön. Ja. Muss ich mal sagen, das gefällt mir richtig gut. Aber weißt du, was ich noch nicht gesehen habe? Na? So sanitär. Ja, stimmt. Klar, warum die Klo gehabt? Wo konnten die baden, duschen? Das muss ja schon vorher alles eingebaut werden, so in die Wände und so. Das muss ja mit eingebaut werden, das kannst du ja nicht nachhübsch machen. Ja. Haben wir unten nicht gesehen, ne? Jetzt hier oben auch. Und eigentlich müsste das doch in so einem großen Villen und sowas, hat man das eigentlich mehretagig. Also unten und meistens dann auch im ersten. Ja, ich sehe keine Rohre, nichts. Ich sehe auch nichts, was das betrifft. Da hat schon jemand den Einzug gefeiert. Hier wurde der Einzug schon gefeiert, ein bisschen früh. Oh, hier müssen wir jetzt wirklich aufpassen, wenn wir nach oben gehen, wenn die umfallen. Okay, ich gebe jetzt eine Kamera. Uno. So. Kuckuck. Hier sollte das dann einfach enden und das war's. So, jetzt sind wir auf der Terrasse. Ja, wir sind jetzt wie gesagt ganz oben auf dem Dach. Jetzt zeige ich euch von oben einfach nochmal. Wir hatten hier quasi noch so einen Garten, der einmal um das ganze Gebäude rumführt. Ja, und da unten ist einfach noch ein Auto, das sogar offen ist. Hä, das war nie offen. Das letzte Mal, als wir hier waren, war das nicht offen. Das ist offen. Das heißt, hier waren auf jeden Fall schon andere. Ich hoffe, dass das nicht komplett geplündert wurde, dieses Auto. Also beziehungsweise der Inhalt, der rausgerupft wurde. Was uns aber beim letzten Mal schon aufgefallen ist, die ganzen Dachziegel, die hier drauf sind, sind alle lose. Und vor allem, obwohl ein Großteil des Daches bereits gedeckt ist, mit diesen ganzen Dachziegeln, die hatten einfach viel zu viele. Wir haben ja nochmal zwei komplette Paletten damit. Ich meine, gut, man wird eine Menge brauchen für so ein Dach. Ja, aber wie ihr seht, das Dach ist eigentlich schon so gut wie fertig gedeckt. Aber hier sind noch zwei komplette Paletten. Und da unten auch schon alles voll. Schaut euch das an, hinter diesem Auto. Wie viele Paletten sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind ja über 30 Paletten, die da unten stehen. Wahnsinn. Das ist unvorstellbar. Wofür braucht man so viele Dachziegel? Ich meine, was für eine geile Dachterrasse wäre das. Hier oben schön Stühle aufgebaut, Tische. Im Sommer hier schön. Schön mit so einem Schirm hier. Könnte man sich so ein bisschen brutzeln. Herrlich. Schiffe vor uns jetzt hier, der Regen komplett durchtränkt. Würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt runter und gucken uns den Garten an. Genau, und das Gartenhäuschen hier unten noch. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir auch schon draußen angekommen. Bevor wir zum Auto gehen, würde ich sagen, gucken wir noch mal ganz kurz hier rein, was hier ist. Auf jeden Fall sehe ich hier so eine Bohrspindel. Das ist ein Bohrer. Aber ein Riesenteil. Auf jeden Fall so ein Industriegerät. Das ist halt nichts, was man sich normalerweise einfach mal so zu Hause hinstellt, ne? Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich jetzt auf der Kamera erkennen kann. Auf jeden Fall. Vielleicht haben die das als Lager genutzt zum Schluss, um ihre Wertgegenstände hier vielleicht noch reinzutun oder so. So eine Art Schuppen, ne? Ja, wie so ein großer Schuppen. Ich kann da noch irgendwelche Gasflaschen sehen. Da sehe ich auch noch irgendwelche Kanister und sowas. Tatsächlich, da ist sogar noch eine Küche drin. Mit einem Herd, mit einer Spüle. Und hier vorne steht sogar noch ein Fahrrad. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Nee, die Tür ist verschlossen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Auto jetzt endlich an. Ja. Ich denke mal, darauf wartet ihr die ganze Zeit schon. Wir wollen es jetzt auch noch mal sehen. We'll be right back.
keine Ahnung, wo Diana hin ist. Ich bin zu sehr mit dem Auto beschäftigt. Ah, da ist sie. Das war aber damals nicht offen. So, was hast du hier noch Schönes entdeckt? Na, eine Kühlzelle. Eine Kühlzelle hast du entdeckt? Schau mal. Krass, hier ist sogar noch dieses Klimagerät mit drin. Ja. Die kennt man ja eigentlich nur aus der Gastronomie. Also ich kenne ihn aus der Gastro. Warum aber in so einem Privathaus halt... eine riesen Kühlzelle, ne? Es sei denn, er war Jäger. Ja, klar, wenn der Jäger war und dir vielleicht sein erlegtes Fleisch irgendwie aufgehangen hat oder so. Ich habe doch hier eben noch ein Geweih gesehen, warte mal. Ja, Diana hat irgendwie einen Luchs. Ja. Hier liegt sogar noch ein Geweih. Dann würde ich sagen, könnte das ja wirklich hinhauen, dass es vielleicht ein Jäger war. Ja, denke ich mal. Dem das Ganze hier gehört hat. Mit so einer Kühlzelle und so? Ja, sonst macht das keinen Sinn. Warum hat man so eine riesengroße Kühlzelle in seinem Garten stehen? Also, entweder ist man Jäger oder Kannibale. Oder Kannibale, ja. Oder, ja, das ist dann schon wieder unangenehm. Warst du hier drin? Nein. Und noch mehr Ziegel. Ja, wie ihr seht, alte Kronleuchter hier noch. Die sehen wirklich aus wie aus einem anderen Jahrhundert, ey. Die sind schön. Die sind schön und auch richtig schön alt. Ja, auf jeden Fall kommt hier das ganze Dach auch schon runter. Überall schon Löcher im Dach. Da gehen wir auch nicht rein, das ist viel zu riskant. Okay, das ist krass. Ich hab wieder ein Geweih gefunden. Du hast wieder ein Geweih gefunden, aber von was für einem Tier ist das bitte? Von was für einem Tier ist das? Das ist von einem Reh. Aber so klein? Ja, okay, dann war das ein kleines Reh. Das ist aber wirklich klein gewesen. Ein kleines Bambi-Rehchen. Ja. Puh, irgendwie stinkt das. Das wird wahrscheinlich genau hier verwest sein. Ich würde sagen, Diana kann danach die Handschuhe entweder... Kannst du mal den Handschuh bitte mal abziehen? Ich möchte den jetzt ausziehen. Jetzt soll ich den mit meinen Fingern anfassen. Du sollst ihn so umstülpen, bitte. Okay, ich soll ihn umstülpen. Ich schütte ihn um. Weil der stinkt jetzt wirklich ganz ekelhaft. Das ist gar nicht so einfach. Ja. So was Ekelhaftes hast du schon lange nicht mehr gerochen. Geh doch bloß nicht zu nah dran, ey. Ja, nee, was ich euch gerade mal zeigen wollte. Auf jeden Fall sieht das für mich aus wie eine Hundehütte. Ja klar, das ist einfach noch ein Hundezwinger. Hier einmal komplett eingezäunt und da hängt eine Hundehütte. Ja. Sicher Hund? Das ist von Hühnern, oder? Also das ist ein Hühnerstall. Kann sein, dass es so ein Hühnerstall ist, so ein kleiner, oder? Man kann ja nicht reingucken. Ja, schlecht. Ich kann da mal versuchen, hier durchzukrauchen so ein bisschen. Oh, ich kann hier nicht stehen, ich rieche das immer noch. Also immer wenn ich da... Okay. Ja, und hier kommen wir ja leider nicht weiter. Ne, hier geht's nicht weiter. Hier ist komplett Stacheldraht und so weiter. Da gehen wir jetzt auch nicht weiter. Ja, wirklich schade, dass so eine große Welle hier vor sich hingammelt, obwohl sie schon teilweise saniert wurde. Das Auto steht hier im Garten. Warum es alles nicht bewegt wird, was jetzt hier wirklich passiert ist, können wir alles nur erahnen. Auf jeden Fall geht's für uns jetzt weiter zur nächsten Location in eine Musikschule. Auf geht's! Das war die erste Haltestelle unserer zweiteiligen Erkundungstour, auf der wir euch verlassene Orte zeigen. In der nächsten Folge nehmen wir dich mit in eine verlassene französische Musikschule. Um die nächste und die darauffolgende LP-Miniserie nicht zu verpassen, abonniere jetzt diesen Kanal. Vielen Dank für deine Unterstützung.